Mittwochabend im sonnigen Deutschland. Heute möchte ich mit euch über die Frage sprechen, warum nennt man ätherische Öle eigentlich ätherische Öle? Und zweitens, warum fällt es uns so schwer, ätherische Öle tatsächlich anderen Menschen zu erklären? Genau darum geht es in dem heutigen Video. Was sind eigentlich ätherische Öle? Und wenn du dich mit dem Thema ätherische Öle ein bisschen näher beschäftigst und wir diese beiden Worte mal auseinandernehmen, dann ist es total interessant, was passiert. Eigentlich könnte ich dir jetzt eine klassische Definition geben, was ein ätherisches Öl ist, aber wie so oft hätte ich gerne, dass du so ein bisschen mehr Futter bekommst, ein bisschen mehr Mehrwert, damit das Ganze wirklich auch für dich Sinn macht. Schau, wenn du dir das Wort Öl mal anschaust, dann poppen vor dem geistigen Auge der meisten Menschen unterschiedliche Dinge hoch. Denn ihr wisst, Wörter sind mit Bildern verknüpft und der eine denkt bei dem Wort Öl vielleicht, weiß ich nicht, an ein Olivenöl. Der nächste wiederum, der hat so dieses klassische Massageöl vor sich, die Frau, die da irgendwo entspannt, den Mann massiert oder umgekehrt natürlich auch. Oder der dritte, jetzt lacht die Maxi im Hintergrund, der dritte, der denkt an seinen geilen Porsche, weil er das beste Motoröl in seinem Wagen letztendlich benutzt. So, das heißt, die Bilder sind total unterschiedlich. Und wenn du jetzt zu dem Wort Öl noch das Wort ätherisch hinzufügst, dann haben wir totales Chaos im Kopf, weil das kann unser Kopf nicht zusammenbringen. Er hat kein Bild für ein ätherisches Öl. Und damit fängt eigentlich schon das Problem an. Und jetzt kommt so ein zweites großes Thema hinzu. Ich nenne das immer das So-Tun-als-Ob-Syndrom. Denn wenn du dich jetzt mit jemandem über ein ätherisches Öl unterhältst oder über diesen Zusammenhang unterhältst, dann tun die wenigsten Menschen das, was sie eigentlich tun sollten, nämlich zu sagen, pass auf, ich habe da keine Ahnung von, sondern sie tun so, als ob, weil keiner will als ungebildet, als dumm, als was auch immer daherkommen. Und so passen jetzt oder so passieren jetzt eigentlich zwei ganz spannende Dinge. Auf der einen Seite redet jemand so, dass der andere ihn nicht versteht, und auf der anderen Seite sagt der andere, dass er keine Ahnung hat. Was kann dabei entstehen? Eigentlich das, was oft zwischen zwei Paaren passiert. Chaos. Stimmt's, Maxe? Reines Chaos. So, und das führt eigentlich dazu, dass dieses Thema auch so komplex ist. Und dass die Menschen, die sich mit ätherischen Ölen näher beschäftigen, so wie du oder ich, manchmal sich total verwundert zurücklehnen und sagen, warum versteht er mich eigentlich nicht? So, und wessen Verantwortung ist das Ganze? Jetzt weißt du natürlich, wir reden von Eigenverantwortung und das Ganze zu verstehen, ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, wir übernehmen Eigenverantwortung, nämlich dafür, wie wir den Menschen die Zusammenhänge erklären. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal aus unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen, dann werden wir etwas ganz Faszinierendes feststellen. Ein ätherisches Öl hat erstmal tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Fettöl. Das ist zum Beispiel das Olivenöl, was du kennst, oder auch das Weizenkeimöl. Denn wenn du beispielsweise, wie du das auch jetzt hier in diesem kleinen Video sehen kannst, mal so einen Tropfen Olivenöl in ein Glas Wasser machst und gleichzeitig in ein anderes Glas da mal einen Tropfen ätherisches Öl hineingibst, dann verhalten sich beide Flüssigkeiten erstmal total gleich. Sie bilden nämlich sofort oben auf der Oberfläche sozusagen da fügt sich das Öl zusammen. Und was hast du zugehoben? Ein Fettfilm, sagt meine Freundin Maxi. Ja, sie kennt das aus der Küche, einen Fettfilm. So, und das ätherische Öl macht genau das Gleiche. Es bleibt nämlich oben an der Oberfläche. Und jetzt wird es spannend, Freunde. Wenn wir jetzt nämlich mal aus unterschiedlicher Sicht fragen, wie definiert man eigentlich ein ätherisches Öl, da kommt da was Faszinierendes bei raus. Wenn du einen Chemiker fragst, der würde dir sagen, ja, also ein ätherisches Öl, das ist also, wenn da praktisch Kohlenstoff und Wasserstoffatome zusammenkommen, und das in geballter Form, dann entsteht so etwas, was man ätherisches Öl nennen kann. Und weil das physikalische Gewicht dieser beiden Atome sozusagen sehr leicht ist, schwimmt es nämlich oben auf dem Wasser. Aha, also jetzt haben wir was ganz Wichtiges gelernt. Ein ätherisches Öl besteht zum Großteil aus Kohlenstoff und aus Wasserstoff. So, und dieses physikalische Gewicht dieser beiden Atome sozusagen, sehr vereinfacht formuliert, sorgen dafür, dass diese Moleküle oben auf dem Wasser schwimmen und genauso aussehen wie ein klassisches fettiges Öl. So, wenn du das Ganze dir jetzt anschließend mal auf die Arme streichst, also hier das Olivenöl, auf die andere Seite das ätherische Öl, dann wirst du feststellen, dass es tatsächlich einen maßgeblichen Unterschied gibt, denn aufgrund der großen Moleküle wird dieses fettige Olivenöl nicht in die Haut einziehen können oder nur sehr langsam.
Das ätherische Öl aufgrund seiner kleinen Moleküle allerdings ist sehr, sehr schnell eingezogen, denn es besitzt keine Fettmoleküle. Das ist übrigens so typisch aus der Sicht eines Chemikers erklärt, was ist ein ätherisches Öl. Was du übrigens auch daraus lernen kannst, ist, dass diese Information zwar einen gewissen Sachverhalt widerspiegelt, aber er löst eigentlich bei dem anderen nichts aus. Die zweite Frage, aus der Sicht einer Pflanze, was ein ätherisches Öl ist, bringt uns da schon einen ganz anderen Zusammenhang. Schau, wenn ich eine Pfefferminzpflanze wäre und du würdest mich fragen, Oliver, was macht denn eigentlich dieses ätherische Öl oder was bedeutet es für eine Pflanze? Da würde ich sagen, weißt du, dieses ätherische Öl ist für mich sowas wie eine Lebensversicherung, wie eine Überlebensgarantie, weil dieses ätherische Öl signalisiert allen Fressfeinden da draußen, den sogenannten Predators, den Fressfeinden, früher waren das die großen Dinosaurier oder die Löwen oder was auch immer, stopp, hier ist eine Grenze und diese darfst du nicht übertreten. Das heißt, sobald sich ein Fressfeind nähert, signalisiert zum Beispiel die Pfefferminze durch ihren Geruch oder auch der Lavendel, selbst wenn du mal eine Zitrone anfasst, wirst du diesen Geruch wahrnehmen, signalisiert sozusagen, hier ist mein Revier, hier regiert die Pfefferminze. Das klingt erstmal total banal, aber ich mache es bewusst, ich breche es bewusst runter, damit du die Sinnhaftigkeit verstehst. Das heißt, Jahrmillionen haben viele Pflanzenspezies überlebt, weil sie diese Mechanismen entwickelt haben, über ihre Duftmoleküle sich sozusagen abzugrenzen, zu schützen, davor, dass sie selbst gefressen werden. So, das Ganze aus der Sicht einer Biene betrachtet, sieht wieder ganz anders aus. Denn die Biene würde das ätherische Öl sozusagen vergleichen mit einem modernen Smartphone. Denn das moderne Smartphone ist für uns sowas wie ein Kommunikationsmittel. Und aus der Sicht der Biene ist das ätherische Öl tatsächlich auch sowas wie ein Kommunikationsmittel. Denn wenn die richtige Zeit gekommen ist, signalisiert uns das ätherische Öl, besser gesagt der Biene, Achtung, es ist Zeit zur Bestäubung, es ist Zeit zum Flug, jetzt ist die richtige Zeit da, damit wir sozusagen unsere eigene Vielfältigkeit, unseren eigenen Samen raus in die Welt bringen. Total faszinierend, weil die Biene sieht es ganz anders logischerweise als die Minze, die zu ihrem Eigenschutz letztendlich die Kommunikation herstellt. Das bedeutet, die Pflanzen kommunizieren tatsächlich untereinander, nicht wie wir mit der Sprache, aber eben über diese Duftmoleküle. So, und das nächste Beispiel, wenn wir jetzt so eine Zeitreise machen würden, 5000 Jahre zurück, und ich wäre jetzt so ein alter, weiser Ägypter, der vor seiner Pyramide steht, und du würdest so als Wandersmann vorbeikommen und mich fragen, na alter Mann, du hast doch bestimmt schon mal was von ätherischen Ölen gehört. Dann würde ich dich wohlwollend annicken und sagen, ja, junger Reisender, sehr wohl sind mir ätherische Öle ein Begriff. Denn seit Jahrtausenden dienen sie den Pflanzen selbst, den Tieren und auch als uns Menschen, als Heilmittel, als Mittel, um unsere Gesundheit zu erhalten. Vorausgesetzt, du hast tatsächlich verstanden, wie wertvoll diese Essenzen sind. Das ist das alte Wissen übrigens, was beispielsweise die Ägypter oder andere Hochkulturen schon vor 5000 Jahren wussten. So, und jetzt zurück in unsere heutige Zeit. Was bedeutet das? In der DNA aller Pflanzen ist dieses Erbgut, diese Information über die ätherischen Öle vorhanden. Das heißt, diese liquide Flüssigkeit, die wir über unser Riechorgan wahrnehmen, ist in Wahrheit das seit Jahrmillionen alte Vermächtnis der Pflanzen, sich selbst zu schützen, zu regenerieren, sich wiederherzustellen und im allerbesten Maße insofern auch in das Leben der Menschen zu integrieren, dass wir es nutzen und zwar, um gesund zu bleiben, und das ist der wichtige Punkt, nicht um die Krankheit wieder rückgängig zu machen, sondern um in der Gesundheit zu bleiben. Und das setzt voraus, dass wir die Pflanzen und diese Essenzen, das flüssige Element der Pflanze sozusagen, regelmäßig und intensiv in unser Leben holen. So, das war eine meiner etwas poetische Ausführungen der Frage, was kann denn tatsächlich ein ätherisches Öl sein? Und so musst du vielleicht auch für dich so ein bisschen herausfinden, was ist deine Blickweise? Sich damit zu beschäftigen und genau das herauszufinden, was ich jetzt gemacht habe, ist total faszinierend, weil du nämlich tatsächlich erkennst,
dass diese Frage so unglaublich viele Facetten hat. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schreib mir deinen Kommentar unten drunter. Ja, wie du mit der Frage umgehst, was sind ätherische Öle? Gib uns deinen Daumen, teil das Video, wenn du es noch nicht gemacht hast. Hier oben rechts oder links befindet sich irgendwo der Abonnier-Button. Wir werden jetzt jede Woche coole Videos zu dem Thema rausbringen, weil wir wollen, dass die Menschen da draußen verstehen, wie wertvoll diese Essenzen tatsächlich sein können. In dem Sinne, oil up your life. Bis bald.